Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Niemandsland. Im LS22, ich hatte gerade den Schluck auf meines Lebens, ey. Alter Schwede. Ich saß hier gut 10 Minuten und habe hier die ganze Zeit gehixt und gehixt und gehixt und habe darauf gewartet, dass es endlich vorbei ist. Nö. Nö. Sagt mein Körper einfach, nö, meine ich, und macht weiter. Alter Schwede. Das ist was, ey. Das ist Zucker. Das ist da hinten die Ölmühle, ne? Da können wir auch mal gucken, wie viel da schon produziert wurde. Wir können uns das natürlich auch einfach machen. Einfach mal in die Produktion reingehen. Da. Oh, wir haben nur 5000 Liter Raps. Das ist schlecht. Da kommen ja auch bald wieder die Oliven. Zucker haben wir noch gar nicht, aber wir könnten was kaufen. Was kostet das denn? 183 Euro. Zuckerrübe. Boah, schieden wir das auch nicht. Nee, machen wir aber nicht. So was machen wir hier nicht. Einfach Früchte kaufen und sie dann wieder teurer zu verkaufen. Nee, also nicht. Entweder produzieren wir das selber oder gar nicht. So, jetzt wollte ich aber einmal gucken, wo sind denn noch Steine drauf? Gut. Nur noch auf unserem großen Feld. Den können wir ja unsere Wiese mal kalken. Also zukünftige Wiese. Wir sind damit ja auch noch nicht fertig. Muss ja noch angesät werden. Aber die kann schon mal gekalkt werden. Und wenn wir dann die Bäume, die wir ja in der letzten Folge mit der Fräse wunderbar umgemäht haben, zusammengesammelt haben, kann der Steinesammler auch da anfangen zu sammeln. So, das ist unsere Zukunftswiese. Mal gucken. Ich speichere mal eben schnell nochmal, ne? Nicht das CP hier. Wieder CP. Wir sind da. Und wollen bitte in die Richtung. Ja, machst ein Vorgewende. Und hast hoffentlich Spaß und Freude. Jetzt drehst du wieder um. Lieber nicht zugucken. So, dann werden wir jetzt die Bäume. Bäume. Einsammeln, die wir noch stehen gelassen haben und auch entasten. Das Fräsen dauert ja zu lange. Also die Bäume wegzufräsen. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Das war so ein kleiner Gag und dauert mir aber einfach zu lange. Bleibst du liegen? Ja. Passt. Auf zum nächsten. Da sind wir hier nämlich fertig. Dann kann hier der Steinsammler seine Arbeiten beginnen. Und wir können die Wiese ansehen. Beziehungsweise der New Holland kann. Und dann können wir mal nach den Paletten gucken. Geht das so? Nee, schade. Muss mich ernsthaft für bücken. Und das in meinem Alter. Mann. Nein, noch bin ich relativ jung, aber meine Knie merke ich jeden Tag. Also wirklich jeden Tag.
durch meine liebevolle Arbeit. So. Aber ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Probleme. Was den eigenen Körper betrifft, so Nächstenbaum. Ich würde ja auch gerne CP hier Steine sammeln lassen, aber ich weiß ganz genau, dass er nicht Bescheid sagt, wenn er voll ist. Von daher, entweder guckt man immer wieder ab und zu nach dem Steinesammler, was ich auch ganz gerne mal vergesse. Oder man lässt den normalen Helfer laufen. Ich glaube, ich lasse, wenn das geht, aber hier trotzdem CP laufen. Wenn das geht und wenn er mir nicht den Spielstand zerschießt. Nee, runterfallen solltest du nicht. Drauf liegen bleiben solltest du. Gut, bin zu lang. Ha. Nicht schlecht. Laufen wir doch einfach einmal rum und schmeißen dich so drauf. Oh, besser. Zumindest ein bisschen besser. So. Hier ist auch Feuerholz. Dafür ist es aber das falsche Projekt. So. Da das liebe Feuerholz mir ja die FPS vollknallt, kommt das auch weg. Länge 10,9 Meter. Ja. Soll vorkommen, habe ich mal so gehört. Ja, Hauptsache, hier bleibt liegen, der Rest ist mir egal. Der dürfte doch eigentlich auch liegen, oder? Jo, können wir anheben, ist gut. Nicht auf dem Traktor. Auf dem Traktor ist immer schlecht. Das kostet immer ein bisschen zu viel, den denn reparieren zu lassen. Jetzt liegt es ja schon fast perfekt zum Abtransport. Zur Abladung, wollte ich sagen, aber ne, Deutsch. Also der letzte Hänger hat ja nicht allzu viel Liter gebracht, aber das sind auch ein paar Liter, die man so geschenkt kriegt, hätte ich beinahe gesagt. Von daher, warum denn nicht mitnehmen, wenn man sich sowieso die Mühe machen muss? Wird das Fräsen schneller gehen und wir zu viele Felder haben, hätte ich gesagt, ja, fräsen wir weg. Aber so können wir doch die paar Liter Holz noch mitnehmen. Da wir gerade eh nicht so viel zu tun haben. Ganz schön viele Spitzen. Aha. Ihr merkt schon, ich fange immer lieber am dickeren Ende an und arbeite mich dann lieber zum dünneren Ende vor. Und ich schmeiße auch normalerweise die dicken Enden immer hinten rauf. Weil alles, was hinten rausguckt, ist super. Kann ich mit leben, was aber beim Fahren stört, das geht gar nicht. Da liegen noch zwei, drei. Wir nähern uns dem Ende.
Und weg. Mist, ich hab den vergessen. Den Baum hier hinten. Ja, wenn man es Baum nennen kann. So. Den hier auch nochmal weg. Legt ihr euch richtig hin oder fallt ihr runter, wenn ich euch losbinde? Ihr legt euch anders hin. Okay. So, dann möchte ich gleich einmal kurz nach dem Deutz gucken. Nee, ich möchte nicht, dass du das absäbelst. Der hatte eben gerade eine Blockade. Habe ich ja fast wieder geahnt, ne? Jetzt haben wir die Blockade. Bleibst du liegen? Ja. Ja, legt euch hin. Jetzt weiß ich aber, ach doch, ich weiß doch, wo dein Kurs weitergeht. Hier wahrscheinlich, ne? Und er haut den Kalk raus. Wie viel ist da eigentlich noch drin in der Kalkfabrik? Nicht, dass wir auch noch Wasser kaufen müssen. 48.000 Liter. Ja, das reicht noch eine Zeit lang. So, dann können wir die Baumstämme wegbringen. Und dann kann der Steier hier Steine sammeln. Ich habe echt Schiss, hier CP wieder drauf zu lassen. Wahrscheinlich sollte ich mir wieder eine Sicherheitskopie ziehen. Wäre echt schade. Abgelenkt. Aber nur ein bisschen. Ich finde das Kabel nicht. Immer anhalten. Ich habe gerade ein Kabelproblem. Aber was für eins? So, Kabelproblem beseitigt. Wir können weiter. Auch die Bäume hier eben wegmachen. Der stört ja sowieso. Ich hoffe, ich muss den Weg nicht neu machen, wenn ich mit der Fräse jetzt hier rüber gehe. Oder ich lasse die Stümpfe einfach Stümpfe sein und erspare mir das. Jetzt anmache. Nee, muss ich echt absenken. Mache ich nicht. Gut, dann bleibt der stumpf stumpf. Was für ein stumpfer Stumpf. So. Dann bleiben die Stümpfe so, wie sie sind. So, der kann weg. Im Weg. Im Weg. Kann aber stehen bleiben. Der stört mich nicht. Ach ja, runterfallen ist jetzt nicht so das, was jetzt passieren sollte. Ja, ich merke schon, du magst mich. Lohnzahlung 240 kann ich mit leben. Jetzt aber. Drauf ist drauf. So, ab zum Sägewerk noch mal ein paar Liter Holz wegbringen.
Die Wiese sieht ganz schön weiß aus. Gucken, ob der Kalk reicht. Ich glaube, ein Wasserfass haben wir nämlich noch gar nicht. Sägewerk, ich komme mit Nachschub. Und? Oh, 4000 Liter dieses Mal. Okay, beim letzten Mal hattest du aber weniger Liter. Obwohl der Anhänger fast voll war. So, den kann ich ja mal hier stehen lassen. Da ist schon wieder einer blockiert. Kann ja bloß der Deutsch sein. Würde mich auch fast interessieren, was es beim Händler für Angebote gibt. Da ist er. Der Verbrecher. Der mag die Bäume nicht. Beim nächsten Mal also zwei Vorgewände. So, kannst weitermachen. Händler. Ach, so viel? Oh, da kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Da kann ich mich ja, ich glaube, ich nehme nichts. Nichts ist eine gute Option. Gut. Dann kommt der New Holland weg. Ich. Ich probiere es jetzt. Also auf gut Glück. Entweder habe ich Glück oder ich habe kein Glück. Tja. Drück die Daumen, dass es gut geht. Drück die Daumen. Dann werden wir gleich mit dem New Holland und die Seemaschine schnappen. Und Gras ansehen. Jetzt kommt der eine Stumpf. Oh, geht, kann man so rüberfahren. Den ist ja perfekt, wa? So, erkennst du das überhaupt? Das ist ja noch die nächste Frage. Einmal kurz speichern. Ha. Job erstellen. Das Feld erkennt er. Ha. Ich würde trotzdem gerne drei Vorgewände machen. Oder vier. Hier hat er fünf gemacht. Vier. 2% Überdeckung. So, 3, 2, 1. Es bewegt sich nichts, mein PC heult. Mir ist gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Aber sowas von. Kurs speichern. Steine. Feld.
Ludwig Hof. Also, mir ist aber sowas von alter Schwede. Er sammelt. Betriebskosten. Oh, Fahrzeuge. Ich muss da. Ich bin mega glücklich, dass das funktioniert, ne? Keine Frage. Ich muss aber an die Einstellung. Das geht gar nicht. Reparieren. Da. Filterbeibinden. Bla bla bla. Synchron. Geräteversatz, Geräte verwenden, da. Zeige Kurs. War das nicht hier? War das hier? Fahrerlohn. Automatische Reparatur. Nicht reparieren. So. Sonst ist mein Kontostand irgendwann nicht mehr vorhanden. Du bist gleich leer. Das ist okay. Dann können wir aber trotzdem noch mal die Zeit nutzen und den New Holland zum Hof fahren. Das Spiel so, läuft sogar noch flüssig. Ich bin total überrascht. Okay, einmal hat es eben gerade geruckelte Seemaschine. Da ist eine Seemaschine. Hoffentlich verballert die nicht so viel Saatgut. Ja. Ich war's nicht. Hoffentlich kriege ich die überhaupt wieder angekoppelt. Den Grubber. Was sehen wir denn? Aber ob es wirklich klappt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Endliches Wochenende. Ich freue mich. Bedanke mich natürlich bei euch. Und dann sehen wir uns um 11 Uhr, ich glaube sogar verkeimsten wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.